Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Nun, wir haben wieder das Thema Corona aktuell und zwar ganz wichtig der Impfschutz. Und es ist uns gelungen, Herrn Dr. Ulf König zu gewinnen. Herr Dr. König ist Apotheker in der Schlossapotheke in Ettlingen und in der Apotheke in Oberreuth. Und er hat sich sehr mit den Impfstoffen beschäftigt. Herzlich willkommen, Herr Dr. König. Es gibt nun verschiedene Impfstoffe. Was unterscheidet die drei derzeit wichtigsten Impfstoffe voneinander? Also aus meiner Sicht würde ich sagen, gibt es im Moment drei wichtige Impfstoffe. Das ist einmal von der Firma BioNTech, ist ein Mainzer Unternehmen, ein mRNA-Impfstoff, der wurde zusammen mit der Firma Pfizer entwickelt. Und der zweite, auch ein mRNA-Impfstoff, ist von der Firma Moderna, ebenfalls ein amerikanisches Unternehmen. Der große Vorteil an den mRNA-Impfstoffen ist, wenn sie mal entwickelt sind sie sehr schnell zu produzieren. Sie können auch sehr schnell angepasst werden, was im Moment ja bei der Diskussion um die Mutationen ein großes Thema ist. Der einzige Nachteil, mRNA-Impfstoffe sind sehr thermolabil. Der dritte Wirkstoff, das ist der von AstraZeneca, ein britisches Unternehmen, der wurde zusammen mit der Universität Oxford entwickelt und wird dann produziert werden mit Johnson & Johnson. Das ist ein sogenannter Vektorimpfstoff, also eine andere Art von Impfstoff. Da werden sogenannte Vektorviren, das sind Viren, die für den Menschen unproblematisch sind, als sogenannte Trägerviren eingesetzt, um diese praktisch Information, die dann zu einer Immunantwort führt, in die Zelle einzubringen. Was ist mRNA? Wie sicher ist dieses Verfahren in der Impfung und wie unterscheidet es sich von den bisherigen Impfstoffen? mRNA ist wirklich ein ganz neues Impfstoffverfahren oder eine ganz neue Art von Impfstoffen. Aber egal, wie Impfstoffe hergestellt werden, auch egal, wie Arzneimittel allgemein hergestellt werden, alle Arzneistoffe, alle Impfstoffe, die eine Zulassung für Europa brauchen, müssen die gleichen Wege durchlaufen wie andere Arzneimittel oder andere Impfstoffe eben auch. Die Impfstoffe wurden eigentlich in der gleichen Art entwickelt. Es wurde nur alles viel breiter angelegt, dadurch deutlich beschleunigt. Das ist der eine Grund, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass mRNA-Impfstoffe auch nicht anders zu werten sind, wie jetzt Impfstoffe, die nach einem normalen Verfahren. Das zweite, auch das Zulassungsverfahren, da hat Europa ja auch einen anderen Weg gewählt. Europa hat ja nicht auf eine Notzulassung gesetzt, sondern hat gesagt, nein, wir wollen eine ganz normale Zulassung durch die EMA, diese europäische Behörde, die diese Arzneimittel in Europa zulässt. Und die haben das genauso geprüft wie sonst immer auch. Beeinflusst mRNA-Impfstoff das Erbgut? Ist das denkbar? Sagt eigentlich der Name schon, dass der mRNA-Impfstoff mit den sogenannten DNA, was eben unser Erbgut trägt, eigentlich nichts zu tun hat. Die DNA findet normalerweise oder ist normalerweise im Zellkern und trägt unser Erbgut. Und Messenger-RNA, das steht für dieses mRNA, klingt zwar ähnlich, ist aber eine ganz andere Molekülstruktur, sodass man nach normalen Erkenntnissen der Naturwissenschaft nicht davon ausgehen kann, dass etwas von der mRNA auf die DNA übergeht. Die mRNA ist auch ein ganz normaler Vorgang, der bei uns in der Zelle normal vorkommt. Welche Reaktionen kann der mRNA-Impfstoff auslösen? Ist es denkbar, dass damit Autoimmunkrankheiten beschleunigt werden? Das wurde mal ganz kurz diskutiert, weil man festgestellt hat, dass diese mRNA ein Protein, also ein Antigen produziert, was von der Struktur, von der Proteinstruktur ein bisschen ähnlich ist einem Protein, was bei den Frauen zum Aufbau der Plazenta verwendet wird. Aber in der Zwischenzeit sagt auch das Paul-Ehrlich-Institut, das sind Gerüchte, es gibt keinerlei Hinweise, dass das so ist. Es gibt Proteinstrukturen, die dem Plazenta-Protein wesentlich ähnlicher sind und auch da haben wir keine Probleme damit. Nun ist es wichtig, dass einzelne Impfungen zweimal erfolgen, also eine Zweitgabe. Wann sollte diese zweite Impfung erfolgen? Ja, also es ist zumindest muss man unterscheiden. Es gibt da diese zwei mRNA-Impfstoffe. Einmal den von BioNTech, da ist die Empfehlung wirklich 21 Tage, also nach 3 Wochen wieder zu impfen, die zweite Impfung zu machen. Bei Moderna ist es ein bisschen länger. Die empfehlen nach 4 Wochen, nach 28 Tagen. Das wird auch bei AstraZeneca, bei diesem Vektorimpfstoff so sein, dass man nach 4 Wochen impft. Alle drei sagen aber, wir haben ein Zeitfenster bis 42 Tage. Aber aus Sicherheitsgründen, weil eben die klinischen Studien eben mit diesem Impfabstand durchgeführt wurden, soll man auf alle Fälle bei diesen vorgegebenen bleiben. Wenn ich jetzt schon Covid-19 hatte, also Corona infiziert war,
Muss ich mich dann trotzdem impfen lassen oder habe ich schon einen Impfschutz sozusagen? Also wenn Sie erkrankt waren, dann werden ja Antikörper gebildet gegen diese Erkrankung. Von daher könnte man ja sagen, man sollte sich eigentlich eher nicht impfen, aber man weiß halt nicht genau, wie stark oder wie hoch diese Antikörpertiter ist, wie man so sagt, bei Impfungen. Von daher spricht eigentlich nichts dagegen, sich nicht noch impfen zu lassen. Ist eben praktisch wäre dann eine Auffrischimpfung. Vielen Dank, Herr Dr. König. Das hat uns allen sehr geholfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, halten Sie bei Corona bitte neben den ganzen Gedanken an Impfungen die Grundregeln ein. Bleiben Sie gesund. Bis bald.